Komm. Du wolltest doch eh gerade rauslaufen. Ja, komm. Ja, schön. Jetzt hier nur weg. Nur weg. Du kannst dich genau in die andere, ins andere Loch hier. Von deinem Vorgänger. Das Creeper-Sprengloch sozusagen. So. Die gehen irgendwie wahnsinnig schnell in die Luft. Das ist nicht schön. Habe ich jetzt noch ein bisschen Erde dabei? Ja. Da werde ich einfach mal rein provisorisch hier das Loch wieder dicht machen. Dass man da nicht reinfällt. Aber wie der jetzt hier in die Hütte gekommen ist, das möchte ich gerne wissen. Ist doch alles dicht. Das Einzige, was nicht dicht ist, ist hier oben. Und da ist ja noch gar keiner. Habe ich noch Fackeln hier irgendwo? Nee. Ich kann mir noch schnell... Doch, natürlich. Da. Noch schnell welche machen, hätte ich auch machen können, aber... Ich leuchte das einfach mal aus hier. Vielleicht hilft das dann. Um zukünftige Creeper davon abzuhalten, mich in meinen Gemächern zu besuchen. Aber ich lege mich nur schlafen mit dem Schwert auf der Brust. Sonst könnte es zu gefährlich werden. So. Der ist da draußen immer noch aktiv. Unsere Schafe haben schon wieder nachgewollt. Ist ja irre. Springen wir mal hier runter. Genau, da hat uns der Creeper vielleicht nicht gesehen. Gehen in unsere schöne Mühle rein. Ich hoffe nur, er kommt nicht nach. Jetzt geht's hier hoch. Auf zu den Flügeln. Schauen wir mal, ob wir die noch ein bisschen mehr bewollen können. So, an jede Ecke halt noch ein. So. Und bei dem ist es natürlich wieder ein bisschen schwieriger hier. Mach hier mal da einen hin. So. Den, den, den. Krieg ich den auch noch hin? Nein. Au. Oh, Creeper. Nein, du willst jetzt hier nicht meine ganzen Sachen in die Luft sprengen. Wirklich nicht. Komm mal mit. Sie finden mich aber auch überall, ehrlich. Das ist ja, ich muss ja nur oben auf der Mühle rumspringen und schon kommt der nächste Creeper angerannt. Geh weg. Und wieder kaputt. Irgendwie war ich in meinem vorherigen Leben Sprengmeister, glaube ich. Daher kommen die ganzen Creeper immer zu mir. Jetzt werde ich einfach mal ein bisschen hochbauen. Dann kann ich nämlich auch den letzten Flügelteil anbringen. So. Genau. Na, ich müsste ja eigentlich an die Ecke noch was machen. Dass es ein bisschen besser aussieht. Habe ich noch so viel, dass das reicht? So vielleicht. Und mit dem obendrauf vielleicht noch ein? Oder sollte das so bleiben? Der andere ist auch so weit oben. Das habe ich auch nicht so gut gemacht. Den muss ich auch nochmal ändern. Aber das, ich glaube, das geht so. Gehen wir wieder runter. Eine Schaufel, dann geht's schneller. So. Alles weg. Wo kommt denn das Schwein eigentlich jetzt schon wieder her? Ist ausgebrochen. Schweinchen bricht aus. Nein. So, da kommt einer hin. Und... Na. Da kommt einer hin. Sieht das denn jetzt irgendwie gut oder nicht so gut aus? Ich mal schauen. Habe ich hier natürlich wieder das Problem, dass ich zu klein bin. Da, da, da. Da und dort oben. Aber das mache ich vielleicht ein andermal. Jetzt gehen wir uns mal schnell die Mühle anschauen. Er ist ja gar nicht schlecht. Also das ist, kann schon was werden. Nur muss ich jetzt die unteren muss ich nochmal anders machen und den oberen auch. Da muss ich nämlich den unten 3 und da mache ich den einfach weg. Den mache ich nämlich weg. Also den, den. Setz da einfach einen hin. Na, das aussieht.
Jump nochmal von weiter weg. Nee, das sieht nicht so richtig aus. Warum? Das ist so weit wie oben. Kann ich noch wieder wegmachen, das müsste auch eigentlich passen. Nehme ich den einfach weg. Dann hat sich das Problem erledigt und wir gehen nochmal schnell neue Wolle holen. Mit der Schere. So, hallo. Überall kommt die Wolle runter. Genau, und ihr futtert hier das ganze Gras schön weiter. Fleißig futtern. Schon wieder voll gewollt. Du auch. Leute, so schnell kann ich euch gar nicht stutzen hier. So, ich bekomme gerade so ein bisschen Hunger. Da gehen wir zu unserem wunderbaren Kühlschrank und werden mal schauen, was der für uns bereithält. Hallo Kühlschrank! Aha, ein Brot. Sehr gut. Immer rein damit. Geht's einem doch gleich besser mit so einem Brot. Die Erde nehme ich auch nochmal wieder raus. Dann machen wir jetzt nämlich den letzten da oben. Kann ich den noch von da machen? Ne, den muss ich so machen. Und nach oben. Einmal nach oben. Erster Stock, bitte. Minecraft Flügel Windmühle. So, mit der Schaufel geht es natürlich schneller. Klettern wir wieder hoch und versuchen dann die Mühle noch ein bisschen auszustatten. Sieht einfach besser aus, wenn das üppige Flügel sind und nicht solche kleinen runzlige irgendwas Flügel. So, aber so müsste das hier auch passen. Jetzt fehlt noch der hier. Da kommt auch bei jedem noch einer rauf. Ah, die Sprungtechnik habe ich ja mit dem Zork in den Adventure-Maps eindeutig aufgebessert. Von daher ist das alles kein Problem hier. Ich stelle jetzt noch einen hin. Ich glaube nicht. So, wir gehen nochmal gucken. Ja. Hat doch was. Irgendwie. Ich könnte da unten noch einen ranmachen. Ich glaube, der fehlt auch noch. Genau, der fehlt noch. Den ich gerade noch machen wollte, aber nicht gemacht habe. Hm. So. Und an die Seite. Und schon sieht's gut aus. Schön, die Mühle ist neu ausgestattet. Und wir werden jetzt Krusty, dem Wüstenschwein, etwas zum Knabbern bringen. Genau. Einfach mal eingeladen. Damit er dann auch, wenn er sich dann mal den Bauch wieder vollschlagen möchte, er muss ja auch weiterhin schön knusprig und durchschmecken, bekommt er jetzt in sein Gehege ein bisschen Sand. Hallo, lass mich mal rein. Guten Tag. So, und einmal hier rein. Und dann kommt der Sand rein. Wunderbar. So. Da das hier alles langsam ein bisschen eng wird, nehmen wir dich und dich mal raus. 2, 4, 5. 5 ist ungerade. Du musst auch gehen. Und die anderen werden wir jetzt gleich wieder ein bisschen sich vermehren lassen. So, haben wir neue Steaks. Du bleibst drin, ne? Genau, du bleibst drin. Und wir haben wieder neue Wolle. Das ist ja irre. Das ist ja eine Wollproduktion hier. Ich könnte irgendwie, weiß ich nicht, ich könnte eine eigene Wollfabrik aufmachen in Minecraft. Mit der ganzen Wolle dreht man sich nur mal um und schon sind die ganzen Sachen wieder weg, abgefrühstückt hier. So, so. Was haben wir? Wir können, was machen wir jetzt? Die Küche steht, das Dach ist noch nicht fertig. Ich werde erstmal den ganzen Kram hier wieder abladen, den ich nicht brauche. Wir können auch ein paar neue Bäume draußen setzen. Die haben wir einfach vorhin alle rausgerissen.
ohne neue anzulegen. Und wir könnten ein Kürbisfeld anlegen. Das ist auch eine gute Idee. Noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Es müsste doch eigentlich gehen, dass ich mit den Eimern das Wasser direkt aus diesem Ding raushole. Warum geht das nicht? Das funktioniert nicht. Sieht aber auf jeden Fall gut aus. Dann werde ich es mir einfach hier hinten wieder von unserer unendlichen Wasserquelle holen. Den und den. Und hier werde ich vielleicht einfach noch ein bisschen neues Zuckerrohr anbauen. Damit ich da auch erhöhte Produktion habe. Einfach mal auf jedes Feld wieder einen hin. Jetzt habe ich die irgendwie doppelt gesetzt. So nicht. Du auch nicht. Die auch hier einfach mal alle rauf. Und dann wird bald unser erstes Bücherregal kommen. Ich sehe es schon vor mir. Das Wohnzimmer wird immer schöner. Also, wir haben jetzt hier unser kleines Weizenfeld. Hinten haben wir das Zuckerrohr. Da haben wir die Tiere. Wollen wir jetzt hier direkt vom Haus noch was haben? Nee, hier möchte ich irgendwie einen schönen Platz haben. Dann werde ich hier vielleicht einfach mal ein bisschen rumlaufen. Mal gucken, wo könnte ich das machen. Hier unten. Wächst Kürbis im Sumpf? Ich weiß nicht. War vielleicht nicht so ein ganz besonders guter Ort für den ersten Hof, den man hier macht. Aber man muss einfach dann ein bisschen Terraforming wieder machen. Dann geht's nämlich auch. Ja, ich mach doch einfach hier. Ist doch kein Problem. Einfach hier hin. So, und wir machen das wie? Fragezeichen. Ich werde vermutlich gleich schlafen gehen, sonst kommen die ganzen Creeper wieder. Das Feld wird 4 breit. 2, 3, 4. Ich muss ein bisschen was wegmachen, dass es dann auch ein bisschen mehr Abstand hat. Könnte ich nämlich dann auch irgendwie einen Holzrahmen ums Feld wieder setzen. Nicht so ungeplant letztendlich wie hier bei den Zuckerrohr, wobei, das kann ich auch nochmal schnell machen. Fällt ja nicht auf, wenn ich es einfach hinterher mache. So. Also wenn es gleich zischt und Game Over steht, dann hat mich wieder ein Creeper erwischt, der einfach ganz gemein sich von hinten angeschlichen hat. So. Jetzt höre ich schon Creeper, obwohl keine da sind. Noch weg. Dann machen wir jetzt hier das Feld. Genau. Und da unten drunter werde ich jetzt einfach ein bisschen Wasser hinmachen, dass die sozusagen auch unterirdisch bewässert sind. Das gut aussieht. Dann machen wir mal weg. Da. Hey! Jetzt hat mich das Schwein da unten reingeschubst. Was fällt dir ein? Hau mal ab hier. Gibt's ja nicht. Kommt das Schwein und schubst mich unten in den Keller rein. Nicht schön. Also, das Wasser nehmen wir jetzt auch wieder und werden dann hier noch was hinmachen und da. Und jetzt fehlt natürlich in der Mitte noch ein bisschen was. Das holen wir uns auch nochmal schnell. Und schon haben wir da die ersten stehenden Wasserflächen. Wir machen jetzt das alles wieder mit dem Sand zu. So von unten. Genau. Und jetzt habe ich die Schaufel rausgeworfen. Wir machen jetzt hier den Durchgang. Mal außen rum ums Feld. Das mache ich auch wieder mit Holz voll. So. Noch hat mich kein Monster erwischt. Aber komische Geräusche gibt es hier trotzdem. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, Malborn, wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache, aus dem Raum zu werfen. Weil der lässt immer sein Handy an. Verstehe ich gar nicht. So, die nehme ich mit rein. Und werde jetzt hier einfach mal das umgraben. Die nehme ich auch gleich noch mit.
So, und dann kommt einfach hier an die Ecke überall ein Samen. Und so können die dann wunderbar in die Mitte wachsen. Und dann habe ich hier 10 Kürbisse sozusagen zukünftig. Das ist doch was. Jetzt muss ich hier aber trotzdem wieder ein bisschen Terraforming machen, weil ich überhaupt keinen Durchgang habe zu meiner Mühle nach vorne. Alles irgendwie mit Feld belegt. Mal schauen, dass wir jetzt hier irgendwie auch wieder wegkommen, ohne irgendwie vielleicht ins Wasser zu fallen. Eigentlich könnte man hier noch einfach noch einen weitermachen und dann das Feld einfach ein bisschen erweitern. So viel Zuckerrohr werde ich überhaupt nicht brauchen, das ist klar, aber es ist ja irgendwie blöd, wenn da an der Seite Wasser ist und da jetzt hier nichts kommt. Dann würde ich hier noch einen machen und dann kommt dann hier der Durchgang. Also muss ich jetzt ein bisschen schon die zweite Schaufel kaputt gegangen. Egal. Mit der Chuck Norris Superfaust geht das auch. Einfach den Boden einfach mal mit der Hand umgraben. Ist ja kein Problem heutzutage mehr in Minecraft-Zeiten. Macht man ja einfach mal so nebenbei, aus dem Stehgreif. So. Aber wir werden uns jetzt noch schnell eine neue machen. Das dauert dann zu lange sonst hier. Nehmen wir den. Und wir machen uns gleich eine Eisenschaufel. Die hält dann ein bisschen länger. Aber die ganzen Viecher sind da. Das ist nicht schön. Und ich werde jetzt einfach mal etwas umsetzen. Was? Mir fehlt ein Fenster. Warum fehlt da ein Fenster? Was ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt. Marv, mach doch einfach mal in deiner Mühle vielleicht ein Schlafzimmer. Dazu müsste ich natürlich Wolle dabei haben. Habe ich natürlich nicht. Verdammt. Dann gehe ich mir noch schnell frische Wolle von meinen Schafen holen. Hallo? Schau mal hier, zack, 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 zack. Alle entwollt. Aber rauslaufen sollt ihr nicht, ja? So, das muss reichen. Das wird reichen. Und dann werde ich da oben vielleicht noch irgendwie so eine Schlafmöglichkeit für mich schaffen. So als zweites Bett in der Mühle. Ich lese eure Kommentare und setze diese natürlich auch irgendwie um, wenn es möglich ist. Hier vielleicht. Da oben fehlt ja eh noch so ein bisschen was. Dann mache ich den vielleicht mal hier weg. Mit der, aber ich habe auch keine Treppe im Moment. Die kann ich mir noch schnell bauen. Einfach mal hier so. Treppe kommt noch mit rein. Und eine Tür für die Mühle wäre auch nicht verkehrt. Nicht, dass die mich jetzt hier überraschen und plötzlich so wie der Creeper auf einmal mitten in der Bude steht. So wie jetzt da draußen. Jetzt rennt er da rum. Hoffentlich sprengt er mir mein Feld nicht kaputt. Das rate ich dir, Creeper. Finger weg von meinem Feld. So, genau. Und jetzt haben wir hier nämlich einen schönen Platz. Da kommt unser Bett rein. Und wir können schlafen. Gute Nacht. Schön, schön. Da kommt man doch einfach hoch. Sieht vielleicht nicht ganz so praktisch aus. Habe ich noch? Nee. Da könnte man dann auch noch irgendwie eine Befestigung hinmachen. Vielleicht, wenn der Creeper... Nee, der Creeper ist nicht da. Und dabei habe ich es auch nicht. Doch, dann rennt er schon wieder rum. Oh Mann, ich muss hier irgendwie eine Verbindung schaffen, dass ich irgendwie vielleicht unterirdisch oder irgendwie eine extra Verbindung zur Mühle mache, dass ich da irgendwie hinkomme in meine Hütte. Ohne jetzt von den Creepern gefressen zu werden. Sollte ich da mal versuchen rüberzuspringen? Ich glaube, das ist zu weit, ne? Na, probieren wir es. Nein! Das hat nicht geklappt. Okay. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall unten und können ganz schnell nach drüben laufen. Und das holen, was ich eigentlich vorhatte. Und zwar brauchen wir ein wenig Zaun. Aber ich habe keinen Zaun mehr. Sowas. Da muss ich ja doch einen machen. So, 2 reichen auch schon aus. Hätte ich eigentlich auch drüben machen können. Die Spitzhacke habe ich dabei.